Herzlich willkommen in der fantastischen Welt von Skins, der revolutionären Haarentfernung mit brasilianischem Wachs. Was ist Brazilian Waxing? Dies ist eine Technik, die ursprünglich aus Brasilien kommt und sich mittlerweile in der ganzen Welt verbreitet hat und mit Skins auch zum ersten Mal in Italien ist. Diese weltweit verbreitete Methode verdankt ihre Popularität den Damen aus Manhattan und vielen anderen VIPs, die sie zum Mast der Haarentfernung gemacht haben. Ein paar Episoden von Sex and the City und in kürzester Zeit war sie in den USA und dann auch in Europa berühmt. Der Wachs Skins entstand in einem bedeutenden Forschungslabor zusammen mit einem bekannten englischen Unternehmen. Skins-Produkte stehen für die besten Ergebnisse, Qualität und Sicherheit für den Kunden. Mit Skins wird die Haarentfernung einfach, schnell, fast schmerzlos und weitaus nachhaltiger als mit traditionellen Methoden. Warum? Skins-Wachs schmilzt bei niedrigen Temperaturen. Er ist sehr plastisch und das Auftragen des Produkts ist einfach und schnell. Er haftet perfekt am Härchen und nicht an der Haut und ist daher praktisch schmerzfrei. Er wird mit einem einzigen schnellen Abziehen ohne die Verwendung von Wachsstreifen entfernt und ist somit ein praktisches, schnelles und kreatives System. Das System von Skins enthält alle erforderlichen Produkte für ein erstaunliches Ergebnis. Schauen wir uns die Skins-Methode näher an. Vorbereitung von Honey Supreme Wax. Ich schütte den Wachs in den Wachswärmer und stelle die Temperatur ein, um ihn schnell einzuschmelzen. Wenn der Wachs gleichmäßig zähfließend wird, ist er gebrauchsfertig. Sehr wichtig ist es, die Temperatur vor der Anwendung zu prüfen, indem eine kleine Menge Wachs auf das Innere des Handgelenks gegeben wird. Für eine gute und leistungsstarke Performance muss der Honey Supreme Wax eine cremige Konsistenz, die weder zu flüssig noch zu dick ist, haben. Auftragen von Honey Supreme Wax. Ich reinige den zu behandelnden Bereich. Ich bereite die Haut durch reichliches Auftragen des Puders zur Vorbehandlung vor. Dieses Produkt enthält Calendula-Auszüge und Zinkoxid. Es entfeuchtet und schützt die Haut während der Behandlung. Wichtig ist es, einen konkaven Holzspatel zu verwenden, damit eine ausreichende Wachsmenge entnommen werden kann. Ich tauche den Spatel in das Wachs, entnehme eine gute Dosis durch schnelles Drehen des Spatels, um Tropfen zu vermeiden. Ich trage ihn in einem 45-Grad-Winkel auf der oberen Seite des zu behandelnden Bereichs auf. Die ganze Arbeit der Randauftragung wird mit höchstens 2 cm der Spateloberfläche ausgeführt. Ich trage eine Schicht auf und übe konstant leichten Druck in Haarwuchsrichtung aus. Ich beginne bei einem Punkt und dehne ihn dann an den Seiten in einer halbkreisförmigen Bewegung aus. Dabei muss ich vermeiden, den Spatel flach zu halten, wie ich das jetzt tue, weder so noch so, um zu vermeiden, dass der Wachs heruntertropft und sich ungleichmäßige Ränder bilden. Ich tauche den Spatel erneut ein, entnehme eine Menge und fahre sofort, bis der ganze Bereich abgedeckt ist. Die Schicht muss homogen und gleichmäßig sein und gut definierte Ränder lassen. Wenn ich das Wachs mit der richtigen Neigung des Spatels und dem richtigen Druck auftrage, bilden sich die Ränder von selbst und das bewirkt, dass keine Reste hinterlassen werden und das Abziehen erleichtert wird. Wenn ich den Spatel von der aufgetragenen Schicht abhebe, drehe ich ihn schnell um sich selbst und nehme so eventuelle Wachsfäden mit auf. Ich prüfe die Wachskonsistenz. Er muss trocken sein und darf nicht am Finger kleben. Hier klebt er und so darf das nicht sein. Ich hebe die Ränder an und beginne von unten und führe dann das Abziehen entgegen der Haarwuchsrichtung aus. Auf gekrümmten Bereichen, Beinen und Armen zum Beispiel, hebe ich auch die Seitenränder vor dem Abzug an. Der Abzug muss parallel zum behandelnden Bereich erfolgen und in mehreren Phasen begleitet werden. Wichtig ist es, nicht nach oben zu ziehen, sondern parallel, damit die Härchen nicht abgebrochen werden. Was muss vermieden werden? Ausgefranste Ränder sind nicht gut, weil sie Rückstände verursachen. Um diese zu korrigieren, reicht es, eine kleine Menge Wachs darüber aufzutragen, um sie gleichmäßig zu machen. Falls einige Härchen übrig bleiben, trage ich den Puder zur Vorbereitung auf und führe einen zweiten auf diesen Bereich begrenzten Auftrag aus, bevor ich... Schauen wir uns jetzt das Auftragen auf große Bereiche wie das Bein näher an. Ich kann zwischen zwei Auftragungsarten je nach meiner Vorliebe wählen. Das erste System besteht aus einer einzigen